Ich habe Fernweh. Zeit für ein neues Abenteuer. Zeit für Irlands schönsten Fernwanderweg, dem Kerryway. Wenn ihr Lust habt, begleitet mich auf meinem Kerryway. Der ca. 220 Kilometer lange Fernwanderweg verläuft im Südwesten Irlands in der Grafschaft Kerry durch die Alberic-Halbinsel, eine der schönsten Gegenden der Grüninsel. Der Kerryway ist der längste und zweitälteste Fernwanderweg Irlands und in 9 bis 12 Tagen zu schaffen. Start und Ziel des Fernwanderwegs ist Killarney. Ein touristischer Ort mit über 14.000 Einwohnern, mit etlichen Sehenswürdigkeiten, bunten Straßen und vielen Pubs. Besonders sehenswert hier das Macross House, Macross Abbey, Ross Castle und natürlich der Nationalpark mit dem Tog Wasserfall und Tog Mountain. Ich starte in Killarney am Bed and Breakfast Glenahaus auf der Macross Road. Diese zieht sich scheinbar endlose 4 Kilometer bis zum Eingang des Nationalparks. Vorbei am Macross House geht es weiter durch parkähnliche Ländereien, vorbei an den Seen Loch Lane und Macross Lake bis zum Tog Wasserfall. Walk with me, tell me a story, let it all out. Breathe in, breathe out. Everything that makes you worry, just forget about it. Let the warm rain dry. Touch your face, kiss your eyes and lips and veins. Feel your legs give out, take you high. Der Weg über die Old Kenmore Road führt weiter zu wundervollen Abschnitten des Upper Lakes, durch weite Landschaften, sumpfige Wiesen und urige Wälder des Nationalparks, an deren Ende ich links ins Black Valley einbiege. Walk with me, tell me a story, let it all out. Und da ich mich in Irland befinde, lasse ich mich die letzten Kilometer durchs Black Valley vom traditionell irischen Wetter begleiten.
Walk with me, tell me a story, let it all out. Black Valley am Fuße der Irischen Berge ist ein winziger Ort mit einigen verstreut liegenden Farmhäusern. Ich übernachte im Shamrock House bei Shaila, einem einfachen Bed and Breakfast, aber mit einem tollen Blick über das weite Tal. Meine zweite Etappe führt durch einsame und raue Täler Mittelkerris, welche während der letzten Eiszeit entstanden sind. Ich wandere am Fuße der McGillicuddy's Rigs, wo sich Irlands höchster Berg, der 1039 Meter hohe Crown Tuath Hill, befindet. Ich starte bei schönstem Wanderwetter und heute sind zwei Pässe zu überwinden. Der erste, einfachere Breidia-Pass und der zweite, sehr steile Bindirk-Pass mit 400 Höhenmetern auf 2,5 Kilometer durch sumpfiges Gebiet eine echte Herausforderung. This green mountain song. Mountain song. Feel the sun beating down upon me as I'm walking. This moment has stopped and the earth hears us talking. In the night time we camp out and watch the stars. Vom ersten Pass aus eröffnet sich ein toller Blick in das grüne Breidia Valley. Doch schon bald ziehen dicke Wolken auf und mit den ersten Regentropfen erreiche ich das im Tal liegende Stepping Stone. Hier bleibe ich, bis der Regenschutt vorüber ist, bevor ich auf den Bindirk-Pass aufsteige. Nach der langen Pause im Stepping Stone starte ich zum zweiten Pass, dessen Aufstieg sich, wie schon erwähnt, wegen vieler morastiger Abschnitte durch den Starkregen als recht schwer erweist. Obwohl der Weg über das sumpfige Gelände schwer zu gehen ist und ich nur langsam vorankomme, genieße ich die tollen Landschaften. Schon bald eröffnet sich der Blick auf Loch Ecuis. Grund genug, einfach mal innezuhalten.
am Lockekues angekommen, zieht sich mein Weg noch einige Kilometer über die Landstraßen bis hin zum Rowan Tree Inn Bed & Breakfast, wo ich meine heutige Etappe beende. Heute gehe ich mit 15 Kilometern die kürzeste Etappe des Caraway. Es gibt zwei Varianten nach Glenbey. Ich entscheide mich für die etwas kürzere Route über den Pass Windy Gap, denn die längere Route verläuft die letzten 2 Kilometer über die verkehrsreiche Straße N70. Außerdem schreibt der gelbe Wanderführer, dass die Route über den Pass Windy Gap einmalige Ausblicke sowohl beim Aufstieg als auch beim Abstieg bietet. Ich kraxele den Pass hinauf und bin schon ganz gespannt, welcher Ausblick mich dort oben erwartet. Und ich werde nicht enttäuscht. Es eröffnet sich ein fantastisches Panorama und ich schaue auf den Atlantik und auf Glenbey. Was für ein Anblick! Ich gucke und genieße. Ich komme an der kleinen Kirche vorbei nach Glenbey. Im Ortskern befindet sich das urige und gemütliche Pub The Towers. Einkehren ist hier ein Muss, bevor ich im Village House Bed & Breakfast mein Zimmer beziehe. Da die Etappe doch recht kurz war, entschließe ich mich am Nachmittag zum 2 Kilometer entfernten Rossby Beach zu gehen und den Tag dort ausklingen, die Blicke über das Meer schweifen und mir den Wind um die Nase wehen zu lassen. I see the sunrise creeping in. Der Caraway verläuft heute westwärts entlang der nördlichen Hänge von Drumhill, Beanmore und Bean Hill bis in das Tal River Ferta
und zuletzt über leicht hügeliges Geländer nach Kerzewien. 28,5 Kilometer und insgesamt 1135 Höhenmeter Auf- und Abstiege wollen heute gemeistert werden. Ich freue mich schon sehr auf diese Etappe, da sie oft über längere Abschnitte oberhalb des Atlantiks verläuft. Über zunächst waldiges Gelände und später einspurige Landstraßen führt der Weg zum Nordhang des Dronghill. Dort wandere ich weiter am steilen Hang mit spektakulärer Sicht zur Dingle Bay. My heartbeat rhythm is a lonesome sound, just like the rubber turning on the ground. Always lost and nowhere bound. Well, I'm just a traveler on this earth. Sure as my heart's behind the pocket of my shirt, I just keep rolling till I'm in the dirt. I'm a traveler. Yeah, I'm a traveler. Und wieder ziehen schlagartig Regenwolken auf. Ich verharre unter der einzigen Baumgruppe am Weg. Und so schnell wie der Regen kam, verzog er sich auch wieder. Und so boten sich, zu meiner Freude, fantastische Blicke zwischen Wolken und blauem Himmel auf den Atlantik. I'm a traveler. I'm a traveler. Yeah, I'm a traveler. Es macht so viel Spaß, bei diesem herrlichen Wetter durch die irischen Landschaften zu wandern. Rechts blickt man hinunter auf das Queensquare-Duct, über den früher die Eisenbahn fuhr. I just keep rolling till I'm in the dirt, 'cause I'm a traveler, yeah, I'm a traveler. I couldn't tell you, honey, I don't know where I'm going, but I've got to go home, 'cause every turn reveals some other road, and I'm a traveler. Dieser Abzweig hier ist mein Einstieg für die nächste Etappe nach Caer Daniel. Das heißt, ich muss morgen bis hierher zurückgehen. Das sind ca. 7 Kilometer vom Bed and Breakfast aus. Doch für heute geht es erstmal über sumpfige Wiesen und später einer langen asphaltierten Straße nach Kerzewien. Immer wieder quietscht der sumpfige Boden unter den Schuhen. Ich bin trotzdem froh, dass es nicht noch matschiger ist, denn nach einigen Tagen Dauerregen würde ich vermutlich noch viel tiefer im Sumpf versinken. Thank you.
Nach langen und anstrengenden 10 Stunden komme ich in Kerasevin an, wo ich im wirklich schönen und gemütlichen Alvar Cates übernachte. Trotzdem es schon spät ist, schaue ich mir noch die Stadt an und gehe zum Abendessen. Zurück am Bed and Breakfast lasse ich den Abend mit einem wunderschönen Sonnenuntergang und einem Gläschen Rotwein ausklingen. Heute habe ich für Holland beinahe untypisches, großartiges Wetter mit viel Sonnenschein. Nach der schweren Etappe am Vortag erwarten mich heute nochmals 30 anstrengende Kilometer. Die 5. Etappe verläuft mit ca. 850 Höhenmetern Aufstiegen und 840 Höhenmetern Abstiegen über 2 langgezogene Bergrücken, die durch das Tal River Inni voneinander getrennt sind, und stellt die schwerste Tagesetappe des Kerivay dar. Zunächst geht es 7 Kilometer zurück zum Abzweig Ker Daniel, von dem ich auf der letzten Etappe berichtet hatte. Rechts über die Stiege beginnt der steile Aufstieg auf den ersten Gipfel des Cuin d'Af Hill. She won't wait too long. She drives all night to those clear blue skies. And she's wild as eagles, she's as sweet as. Die Wege verlieren sich teilweise im Gelände. Der Weg ist aber durch ausreichende Markierungen und die vielen Stiegen kaum zu verfehlen. Die Vegetation wird dominiert durch Kuh- und Schafweiden, die mit Heidekraut und Stechginster durchsetzt sind. Auf der gesamten Etappe bieten sich ständig ändernde, prächtige Panoramen, welche oftmals die Anstrengungen und Blasen an den Füßen vergessen lassen. And she's wild as eagles, she's as sweet as honeysuckle. Her life's flowing like the mountain stream, and she takes me somewhere and it's. Bei jedem Anstieg denkt man, dass es nach dem Gipfel abwärts geht. Jedoch sieht man, jeweils oben angekommen, auf welchen nächsten Gipfel man kraxeln muss. Wie anfangs erwähnt, ein ständiges Auf und Ab, was durch die fast durchgängigen sumpfigen Gebiete auf den Bergen zusätzlich erschwert wird. Da das einsame Wandern abseits des Massentourismus durch raue und teilweise unberührte Natur liebt,
der ist auf diesem Fernwanderweg genau richtig. Der Karriweh ist oft unheimlich fordernd. Vielleicht war das der Grund, dass ich nur sehr wenige Mitwanderer getroffen habe. Viele Grüße an dieser Stelle an Ulrike und Gerd sowie an Anne und Matthias. Zum Schluss geht es über asphaltierte Straßen vorbei an Wiesen und Weiden mit tollen Bergpanoramen nach Waterville, wo ich erst am Abend vollkommen erschöpft ankomme. Ich übernachte im Klündee House, einem netten Bed and Breakfast, nur wenige Meter vom Meer entfernt, wo ich an diesem Abend noch einen fantastischen Sonnenuntergang erleben durfte. Der kleine Ort Waterville liegt landschaftlich sehr reizvoll auf der schmalen Länderzunge zwischen Bellingsgellicks Bay und dem schönen Loch Curraghan. Charlie Chaplin war von dem Ort und seiner Umgebung so fasziniert, dass er mehrfach seinen Urlaub hier verbrachte. Daran soll die Bronzeplastik am Meer erinnern. Die sechste Etappe verbindet zwei Küstenorte. Es gibt zwei Wegalternativen. Ich entscheide mich für die ca. 17,5 Kilometer lange Küstenroute über den Mast Path. Das war für mich mit einer der landschaftlich schönsten Etappen des Karriweh. Ich laufe die gesamte Zeit mit dem Blick auf die Meeresbucht mit seinen vielen vorgelagerten Inseln. Das Wetter ist grandios und es lässt jedes Wanderherz höher schlagen, diese malerischen Landschaften zu durchwandern. Dort oben am Kamm ist der höchste Punkt dieser Etappe erreicht. Und es bieten sich im weiteren Verlauf wieder und wieder grandiose Blicke auf die Südwestecke der Eiwark-Halbinsel.
weiteren Verlauf geht es meist abwärts, aber nochmals einen kleinen steilen Hang aufwärts und es bietet sich abermals ein fantastisches Panorama. Doch plötzlich ändert sich die Vegetation. Ein Pfad führt abwärts in einen urwaldähnlichen Wald hinein. Hier entdecke ich hinter einer vermoosten Brücke einen kleinen, idyllisch versteckt liegenden Wasserfall. Ein wirklich schöner Platz zum Verweilen. Nach dem Wäldchen eröffnet sich wiederum ein hübscher Blick auf den Derrynane Beach und Kaher Daniel ist nun nicht mehr weit. Am Ortseingang befindet sich das Blind Peeper, ein uriges Pub, wo ich eine längere Zeit verweile, bevor ich das letzte Stück an der Straße entlang zum sehr hübsch gelegenen Bed and Breakfast The Old Forge laufe. Will you make a smoother landing when you break your fall from grace? Den Abend lasse ich mit einem Spaziergang zu einer ca. 1,5 Kilometer entfernt liegenden kleinen Bucht ausklingen. Die siebte Etappe führt mich mit ca. 18,5 Kilometern auf der bis zum 19. Jahrhundert benutzten Verbindungsstraße nach Snym, die im Volksmund Ballerod genannt wird. Ich laufe heute über asphaltierte, einspurige Straßen, unbefestigte Forst- und Feldwege sowie auf Pfaden. Und habe zur Rechten immer wieder schöne Blicke auf die Kenmare Bay. How many roads we've traveled? Normalerweise ist ca. 2 Kilometer hinter dieser Ruine ein Abzweig zum bekannten Stagford. Das ist eine der größten und am besten erhaltenen Befestigungsanlagen Irlands. Das kreisförmige Bauwerk hat einen Durchmesser von fast 30 Metern und über 5 Meter hohe und 4 Meter dicke Wände. Doch aufgrund meines heutigen körperlichen und psychischen Zustands und der sehr hohen Regenwahrscheinlichkeit gehe ich nicht den mit Hin- und Rückweg 3 Kilometer langen Umweg dorthin. Das fand ich im Nachgang dann doch recht schade. Wie erwähnt, geht es mir heute nicht so gut. Ich fühle mich schlapp und kaputt. Die schweren Etappen der letzten Tage haben viel Kraft gekostet. Zudem habe ich schlimme Blasen an beiden Füßen. Trotzdem genieße ich die Landschaften, die mich heute irgendwie über die Etappe bringen. When I'm standing on the mountain, I didn't get there.
Somit erreiche ich schnell Sneem und das Kümmersig View Bed & Breakfast am Nachmittag und habe nun Zeit, mich zu erholen und Kraft zu tanken für die nächste Etappe. Heute, zur vorletzten Etappe, geht es mir wieder besser. Die Etappe ist ursprünglich mit über 30 Kilometern angegeben. Jedoch schreiben diverse Wanderführer, dass die ersten 13 Kilometer bis zur Blackwater Bridge unspektakulär fast durchweg parallel zur Bundesstraße N70 verläuft und dass erst hinter der Brücke der schönere Teil der Tour beginnt. So lasse ich mich für kleines Geld von einem Gepäcktransportbus bis zur ausgeschriebenen Brücke mitnehmen und starte dort meine Tagesetappe. Die Brücke führt über den River Blackwater, der hier in einer schmalen, tiefen Bucht in den Camber River einmündet, und es beginnt der wohl schönste Abschnitt dieser Etappe. Der Weg zweigt abwärts zum Ufer des Camber River, der hier eine breite Bucht bildet. Von hier aus habe ich einen wundervollen Blick über die Bucht und auf die Barrea-Halbinsel. Einige Zeit verlaufen die Pfade durch einen Wald an den Ufern des River. Später gelange ich auf einen größeren Straßenabschnitt. Ich laufe einige Kilometer auf der N70. Es ist nicht gerade toll, auf der Straße zu laufen. Aber auch hier gibt es links und rechts des Weges einiges zu sehen. Nun aber geht es wieder in das Gelände auf bergige Pfade. Wie gewohnt auf dem Karriweh ist der Untergrund oft tief morastig, man kommt stellenweise nur schwer voran. Doch der Blick richtet sich immer wieder auf den Kenmer Bay, welchen man fast immer auf diesem Abschnitt nur gekreuzt von einem kleinen Wäldchen sieht. Thank you.
Am Ende der vorletzten Etappe wird es nochmals richtig sumpfig und schwer, bevor man nach Kenmare absteigt. Über kleine und größere Schotterwege gelangt man in die Stadt, wo man abseits vom Ortskern die einbogige Cromwell Bridge entdeckt. Einem Stadtbummel in der lebhaften und kleinen, mit ca. 2400 Einwohnern touristischen Stadt, übernachte ich in der Willow Lodge, einem sehr netten Bed and Breakfast nahe am Ausgang der Stadt und Start der letzten Etappe nach Killarney. Am letzten Tag des Kerriwei sind nochmal 24 Kilometer mit ca. 670 Höhenmetern Aufstiegen und 640 Höhenmeter Abstiegen zu meistern. Zunächst zieht sich der einspurige Weg viele Kilometer stetig aufwärts. Ich wandere entlang der Ostflanke des Strikin Hill auf einen Sattel, von wo ich eine wundervolle Aussicht habe. Wie die erste Etappe des Kerriwei begonnen hat, endet die letzte ebenfalls mit etlichen Regenschauern und trüben Wetter. Trotzdem gehe ich mit etwas Wehmut, welcher so ein Fernwanderweg am Ende immer mit sich bringt, in Richtung Ziel und Ausgangspunkt Killarney und genieße nochmals die fantastischen, grauen und schönen Landschaften. Nach einigen Pässen, vielen zu überquerenden Wasserstellen und nochmals fantastischen Blicken komme ich langsam zurück zum Nationalpark, den ich schon aus der ersten Etappe her kenne. Im Fazit kann ich sagen, für mich war es ein großartiger Fernwanderweg durch schönste irische Landschaften und teilweise unberührte Natur. Allerdings hatte ich den Kerriwei einfacher eingeschätzt. Doch einige Etappen stellten sich durch die sumpfigen Gebiete auf den Bergen als sehr schwer heraus. Würde ich nochmals diesen Weg gehen, würde ich die 9 Etappen auf mindestens 10 oder gar 11 Tage aufteilen.
Wettertechnisch hatte ich großes Glück und konnte viele Etappen gerade am Atlantik bei bestem Wetter genießen. And I look up to the open sky, hopes in my heart, dreams in my eyes. Will I ever make it right this time? And all I can do, and all I can do, and all I can do is try. Mit den letzten Kilometern und Eindrücken vom Nationalpark verabschiede ich mich von meinem Caravay 2019 und danke allen fürs Zu- und Reinschauen mit den aus der ersten Etappe bekannten Bildern von Aber und Makros Lake, Loch Lane, den Wasserfällen und Makros Haus mit seinen hübschen Parkanlagen. Whatever they say,